Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 158. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge wurde definiert, was man unter einem Polynom einer quadratischen Matrix versteht. Unter einem Polynom einer quadratischen Matrix versteht man den Ausdruck P von A ist gleich die endliche Summe, beginnend bei K gleich 0 bis groß N über A Index K multipliziert mit der Matrix A hoch K. Und diese Matrizen, die wir verwenden, seien beliebige quadratische Matrizen, also aus der Menge der n kreuz n Matrizen über K. Wobei hier K wieder bedeuten soll, die Menge der reellen Zahlen oder die Menge der komplexen Zahlen. Und die Koeffizienten, die hier auftreten in diesem Polynom, A Index K, das seien beliebige Zahlen aus der Zahlenmenge K. Wir können jetzt für diese Koeffizienten speziell auch einmal betrachten folgende Situation, nämlich dass A Index K, und das definieren wir uns jetzt hier so, als 1 durch K Fakultät angesetzt wird. Wenn wir das machen, geht unser Polynom über in folgende Darstellung, nämlich in die Summe von k gleich 0 bis n über 1 dividiert durch k Fakultät mal a hoch k. Und wenn Sie sich diese Summe einmal anschauen, sieht das ähnlich aus oder im Prinzip genauso aus wie die Partialsummenfolge der Exponentialfunktion. Vielleicht zur Wiederholung noch einmal, die Exponentialfunktion hatte ja folgende Reihendarstellung, das war die unendliche Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch k Fakultät mal x hoch k. Ersetzen Sie hier in dieser Formel das x durch die Matrix, dann erhalten Sie hier im Prinzip einen ähnlichen Ausdruck, wie Sie sehen. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist folgende: Konvergiert die Reihe, und zwar Limes n gegen unendlich von der Summe k gleich 0 bis n über 1 dividiert durch k-Fakultät mal a hoch k. Auf die Beantwortung dieser Frage gehe ich in diesem Video allerdings nicht ein, sondern erst in einem späteren Video im Zusammenhang mit gewöhnlichen Differentialgleichungssystemen. Also wenn ich die Videos zu dem Band 10 mache. Es sei ja aber vorweg schon einmal gesagt, dass diese Reihe für jede beliebige quadratische Matrix sogar absolut konvergent ist. Man sieht, dass diese Reihe formal der Reihe der Exponentialfunktion entspricht, und das führt uns jetzt zur folgenden Definition. Sei n eine beliebige natürliche Zahl und a eine beliebige quadratische Matrix. Dann heißt, E hoch A, und das definieren wir uns jetzt als die unendliche Reihe von K gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch K-Fakultät mal A hoch K Exponentialfunktion. Exponentialfunktion der quadratischen Matrix A. Der quadratischen Matrix A.
Falls jetzt die quadratische Matrix A zusätzlich noch diagonalisierbar sein sollte, dann gilt für die Exponentialfunktion dieser Matrix ein ähnlicher Satz wie für Polynome, der im letzten Video schon bewiesen worden ist. Und diesen Satz, den möchte ich jetzt für diese Exponentialfunktion hier auch angeben und auch beweisen dann. Sei zunächst einmal wieder n eine beliebige natürliche Zahl und wir betrachten eine Matrix A, eine quadratische Matrix, also vom Format n kreuz n über k. Und diese Matrix soll eine diagonalisierbare Matrix sein. Also eine diagonalisierbare Matrix. Dann gilt, dass das Matrixpolynom e hoch a gleich ist e hoch s hoch minus 1 mal d mal s und das ist gleich s hoch minus 1 mal e hoch d mal s. Wobei die Matrix E hoch D gerade ist eine Diagonalmatrix, auf der deren Diagonale gerade die Eigenwerte stehen, und zwar in der Form E hoch Lambda 1, E hoch Lambda 2 und so weiter bis E hoch Lambda N. Und außerhalb der Hauptdiagonalen stehen hier nur Nullen. Zu diesem Satz, den werden wir jetzt zunächst einmal beweisen. Also Beweis. Im letzten Video hatte ich Ihnen gezeigt, wenn eine quadratische Matrix A diagonalisierbar ist, dann lässt sich diese Matrix A darstellen durch eine invertierbare Matrix S, und zwar in der Form als S hoch minus 1 mal die Diagonalmatrix mal S. Die Diagonalmatrix enthält auf der Hauptdiagonalen nur die Eigenwerte der Matrix A und in der Matrix S hoch minus 1 finden Sie in den Spalten gerade die Eigenvektoren zu diesen Eigenwerten. Und wir haben auch gezeigt, das gilt, wenn Sie eine beliebige Potenz dieser Matrix A bestimmen wollen, in meinem Fall jetzt mal A hoch K, dann ergab sich, das ist S hoch minus 1 mal d hoch k mal s. Also Potenzen von diagonalisierbaren Matrizen ließen sich besonders einfach durch diese Formel hier berechnen. Dann erhalten wir e hoch a ist gleich. Ja, das ist ja per Definition zunächst einmal die unendliche Reihe, also von k gleich 0 bis unendlich, über 1 dividiert durch k Fakultät mal a hoch k. Nun, für a hoch k können wir nun unsere Formel einsetzen, die ich im letzten Video schon bewiesen habe, die ich hier nochmal einrahme vielleicht, die benutze ich jetzt. Das ist 1 dividiert durch k Fakultät mal s hoch minus 1 mal d hoch k mal s. Und Sie sehen, die Matrix S als auch S hoch minus 1 hängt vom Summationsindex gar nicht ab, so dass wir aus dieser Summe, aus dieser unendlichen Summe, links die Matrix S hoch minus 1 ausklammern können und rechtsseitig die Matrix S. Und übrig bleibt dann nur noch die Summe, oder die Reihe besser gesagt, die unendliche Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch k Fakultät mal d hoch k. Mit d hoch k ist gleich, das haben wir auch im letzten Video gezeigt, in der Matrix D stehen ja auf der Hauptdiagonalen gerade die Eigenwerte dieser Matrix A. Und im letzten Video haben wir gezeigt, bilden Sie eine Potenz dieser Diagonalmatrix, dann erhalten Sie auf der Hauptdiagonalen gerade jeden Eigenwert in der Kartenpotenz. Also in der ersten Zeile Lambda 1 hoch K, in der zweiten Zeile Lambda 2 hoch K. Und das geht jetzt immer so weiter bis zur n-ten Zeile. Dort steht dann Lambda N hoch K. Außerhalb der Hauptdiagonalen erhalten wir hier nur Nullen.
So, daraus folgt, wenn wir uns jetzt mal die Matrix E hoch D anschauen, oder das, ja, die Exponentialfunktion besser gesagt, der Diagonalmatrix, dann wäre das ja nach unserer Definition von oben die unendliche Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch k Fakultät mal d hoch k. So, das kann ich auch mal etwas ausführlicher hinschreiben. Und zwar, der erste Summand, der würde hier lauten 1 durch 0 Fakultät mal d hoch 0 plus 1 durch 1 Fakultät mal d hoch 1 plus 1 dividiert durch 2 Fakultät mal d hoch 2 und vielleicht ein Summanden noch 1 durch 3 Fakultät mal d hoch 3 und das würde jetzt immer so weitergehen bis ins Unendliche. Und wir können das noch einmal die Matrix D hier einsetzen, das würde dann ergeben 1 dividiert durch 0 Fakultät. D hoch 0 hatten wir auch im letzten Video definiert, jede Matrix hoch 0 ist gerade die Einheitsmatrix. In unserem Fall, da die Matrix A eine n kreuz n Matrix ist, muss auch die Diagonalmatrix D eine n kreuz n Matrix sein und D hoch 0 wäre dann gerade die n-dimensionale Einheitsmatrix, auf deren Hauptdiagonalen nur Einsen stehen und außerhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen. Dann der nächste Summand wäre 1 dividiert durch 1 Fakultät und für d hoch 1, ja, da können wir die Formel hier nehmen, die ich hier mal unterstreiche, dann erhalten Sie die Diagonalmatrix, auf der Hauptdiagonalen stehen gerade die Eigenwerte in erster Potenz. Und außerhalb dieser Hauptdiagonalen finden Sie nur wieder Nullen. Und dann kommt 1 durch 2 Fakultät. Jetzt hätten wir wieder eine Diagonalmatrix. Auf der Hauptdiagonalen stehen jetzt die Eigenwerte zur zweiten Potenz, also immer hoch 2. Und außerhalb der Hauptdiagonalen haben wir wieder nur Nullen. Ja, ein Term schreibe ich noch hin, 1 durch 3 Fakultät. Dann hätten wir auf der Hauptdiagonalen die Eigenwerte zur dritten Potenz jetzt stehen in diesem Fall. Und außerhalb dieser Hauptdiagonalen wieder nur Nullen. Und das würde jetzt also immer so weitergehen. Wir können diese ganzen Matrizen jetzt zu einer einzigen Matrix zusammenfassen, indem wir die Rechenregeln für die skalare Matrizenmultiplikation und für die Matrizenaddition verwenden. Dann würden wir hier erhalten, in der ersten Zeile und ersten Spalte würde dann stehen, wenn wir diese Skalare in die Matrix reinmultiplizieren, 1 durch 0 Fakultät mal 1. Der nächste Summand plus 1 durch 1 Fakultät mal Lambda hoch 1. Dann plus 1 durch 2 Fakultät mal Lambda 1 Quadrat plus 1 durch 3 Fakultät mal Lambda 1 hoch 3. Und die nächsten Ausdrücke wären alles nur Nullen. Und das geht jetzt immer so weiter bis zur enden Spalte. In der zweiten Zeile, im ersten Element, haben wir ja überall nur Nullen stehen. Das heißt, hier halten wir erstmal eine Null. Und in der zweiten Zeile und zweiten Spalte steht dann jetzt wieder 1 dividiert durch 0 Fakultät mal 1 plus 1 durch 1 Fakultät mal Lambda 2 in diesem Fall plus 1 durch 2 Fakultät mal Lambda 2 Quadrat plus 1 durch 3 Fakultät mal Lambda 2 hoch 3 und das geht jetzt immer so weiter. Ansonsten finden Sie in der zweiten Zeile nur wieder Nullen. So, das geht jetzt immer so weiter bis zur Endenzeile. Dort stehen im Prinzip nur Nullen bis auf das Element in der letzten Spalte. Dort würde dann stehen 1 dividiert durch 0 Fakultät mal Lambda mal 1 zunächst einmal plus 1 durch 1 Fakultät mal Lambda Index n, also der nte Eigenwert hoch 1 plus 1 durch 2 Fakultät mal der nte Eigenwert Quadrat plus 1 durch 3 Fakultät mal der nte Eigenwert hoch 3 und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, dass im Prinzip auf der Hauptdiagonalen überall die Exponentialfunktion steht. Und zwar hätten wir das zusammengefasst auch folgendermaßen schreiben können. Auf der Hauptdiagonalen in der ersten Zeile und ersten Spalte finden Sie gerade e hoch Lambda 1, weil das ja gerade hier die Exponentialfunktion ist an der Stelle Lambda 1.
In der zweiten Zeile und zweiten Spalte finden Sie E hoch Lambda 2 und das geht jetzt immer so weiter bis zu n-ten Zeile und n-ten Spalte. Dort würde E hoch Lambda n stehen. Außerhalb der Hauptdiagonalen haben wir hier nur Nullen stehen. Und damit wäre dieser Satz auch schon bewiesen, wie Sie sehen. Ich möchte jetzt vielleicht mal ein Beispiel konkret durchrechnen. Und zwar betrachten wir einmal folgende Matrix. Und die Matrix A sei hier mal folgendermaßen definiert durch die Einträge 0 und 1 in der ersten Zeile und 1 und 0 in der zweiten Zeile. Und wir wollen hier in dieser Aufgabe einmal nachprüfen, also verifiziere folgende Identität, die wir oben im Satz bewiesen haben eben, und zwar, dass e hoch a dasselbe ist wie s hoch minus 1 mal e hoch d mal s. Wir fangen zunächst einmal hier mit der linken Seite an. Wir rechnen uns zunächst einmal e hoch a aus. Also die linke Seite. E hoch a ist ja per Definition gerade die unendliche Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 durch k-Fakultät multipliziert mit a hoch k. Wir brauchen also, um diese linke Seite auszurechnen, sämtliche Potenzen dieser Matrix A. Und wir fangen vielleicht einmal an, was ist überhaupt a Quadrat? A Quadrat wäre ja die Matrix A mit sich selbst mal genommen. Und das schreibe ich jetzt hier zunächst einmal hin. Dieses Matrizenprodukt ergibt ausmultipliziert die erste Zeile mal die erste Spalte gibt hier offensichtlich eine 1, die erste Zeile mal der zweiten Spalte gibt eine 0 und die zweite Zeile mit der ersten Spalte multipliziert, die gibt eine 0 und die zweite Zeile mit der zweiten Spalte multipliziert, gibt wieder eine 1 und Sie sehen, das Ergebnis ist hier offensichtlich die zweidimensionale Einheitsmatrix. Was ergibt nun a hoch 3? Ja, a hoch 3 kann man geschickt zerlegen in a Quadrat mal a. Und das Ergebnis für a Quadrat, das hatten wir uns ja gerade ausgerechnet, das war ja gerade die zweidimensionale Einheitsmatrix. Und e2 mal a gibt bekannterweise gerade wieder a. Berechnen wir uns die vierte Potenz dieser Matrix. Das können wir schreiben als a hoch 3 mal a. A hoch 3 haben wir uns gerade ausgerechnet. Das ist selbst wieder a. Also erhalten wir a mal a. Und a mal a ist gerade a Quadrat. A Quadrat hatten wir aber in der ersten Zeile ausgerechnet. Das ist gerade e2. Berechnen wir vielleicht noch die Matrix zur fünften Potenz, das wäre zerlegt a hoch 4 mal a. Für a hoch 4 hatten wir eben rausbekommen, ist e2 mal a. Also insgesamt kommt hier wieder a raus. Und wenn man sich das hier genau anschaut, sieht man hier offensichtlich, dass gradzahlige Potenzen der Matrix A gerade die zweidimensionale Einheitsmatrix ergeben und ungradzahlige Potenzen der Matrix A ergeben die Matrix A selbst. Das heißt, wir können aus diesen Berechnungen jetzt schließen, dass offensichtlich gilt, a hoch 2k ist immer die zweidimensionale Einheitsmatrix. A hoch 2k, der Exponent 2k, beschreibt ja nur die geraden Zahlen. Und wenn Sie die ungeraden Zahlen betrachten, also a hoch 2k plus 1, dort kommt gerade raus die Matrix A. Und das gilt offensichtlich für sämtliche Zahlen k aus der Menge n0. So, was können wir damit jetzt anfangen? Wir können ja einmal hinschreiben, e hoch a, haben wir ja gesehen oder schon hingeschrieben, das ist die unendliche Reihe über 1 dividiert durch k-Fakultät mal a hoch k. Wenn ich hier mir die einzelnen Terme mal aufschreibe, erhalten wir zunächst 1 durch 0-Fakultät mal a hoch 0. Dann der nächste Summand, 1 durch 1 Fakultät mal a hoch 1, dann kommt 1 durch 2 Fakultät mal a Quadrat, dann kommt 1 durch 3 Fakultät mal a hoch 3, dann vielleicht den letzten Term noch, 1 durch 4 Fakultät mal a hoch 4 und so würde das jetzt immer weitergehen.
Da ich nun vorhin schon bemerkt hatte, dass diese unendliche Reihe absolut konvergent ist, dürfen wir in dieser unendlichen Reihe die Terme beliebig umsortieren. Das heißt, wir können hier zusammenfassen, zunächst einmal alle die Terme mit geraden Exponent, dann erhalten wir hier die unendliche Reihe von k gleich 0 offensichtlich bis unendlich über 1 dividiert durch 2k in Klammern Fakultät, multipliziert mit a auch 2k. Plus eine weitere unendliche Reihe, nämlich die Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch in Klammern 2k plus 1 Fakultät multipliziert mit a hoch 2k plus 1. So, das ist gleich für a hoch 2k haben wir eben gesehen, dürfen wir auch schreiben, das ist ja dasselbe wie die zweidimensionale Einheitsmatrix. Und für a hoch 2k plus 1 haben wir gesehen, das ergibt für jedes beliebige k gerade die Matrix A wieder. So dass wir hier erhalten, das ist die Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch 2k in Klammern Fakultät mal e2. Plus die Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch 2k plus 1 Fakultät multipliziert mit der Matrix A. Wir können nun aus dieser Summe, weil jeder Summand enthält ja bei der ersten Summe immer die Matrix E2, die können wir vorziehen. Wir können also schreiben, das ist die zweidimensionale Einheitsmatrix multipliziert mit der unendlichen Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch 2k in Klammern Fakultät. Und in der zweiten unendlichen Reihe ziehen wir die Matrix A vor und erhalten dann A mal die unendliche Reihe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch 2k plus 1 Fakultät. Wenn Sie jetzt in eine Formelsammlung nachschauen würden, würden Sie sehen, dass diese erste unendliche Reihe gerade die Reihe ist der Cosinus-Hyperbolicus-Funktion und zwar an der Stelle 1. Und die zweite unendliche Reihe wäre gerade die Reihe der Sinus-Hyperbolicus-Funktion an der Stelle 1. So dass wir hier insgesamt hier offensichtlich schreiben können, das ist E2 multipliziert mit Cosinus-Hyperbolicus von 1 plus die Matrix A multipliziert mit Sinus-Hyperbolicus von 1. Setzen wir nun die Matrizen E2 und A mal konkret ein. E2 ist ja die Einheitsmatrix, hat also die Einträge 1 und 0 in der ersten Zeile und 0 und 1 in der zweiten Zeile. Mal Cosinus Hyperbolicus von 1. Plus die Matrix A. Gucken wir uns die Matrix A noch einmal an. Die Einträge waren 0, 1 in der ersten Zeile und 1, 0 in der zweiten Zeile. Also 0, 1 in der ersten Zeile, 1, 0 in der zweiten Zeile, multipliziert mit Sinus Hyperbolicus von 1. Nun können wir diese beiden Matrizen auch zusammenfassen. Wir erhalten also insgesamt folgende Matrix. In der ersten Zeile steht Cosinus Hyperbolicus von 1 und Sinus Hyperbolicus von 1. Und in der zweiten Zeile würde stehen Sinus Hyperbolicus von 1 und Cosinus Hyperbolicus von 1. Das wäre also die linke Seite unserer obigen Gleichung, die zu verifizieren ist. Und wir kommen jetzt zur rechten Seite. Wir müssen also zeigen, dass s hoch minus 1 mal e hoch d mal s zum selben Ergebnis führt. Also die rechte Seite. Wir wollen also hier den Ausdruck berechnen, s hoch minus 1 mal e hoch d multipliziert mit s. Dazu brauchen wir erstmal die Diagonalmatrix d, das heißt die Eigenwerte. Also wir fangen erstmal an, von der Matrix A die Eigenwerte zu bestimmen. Das heißt, wir stellen das charakteristische Polynom dieser Matrix A auf. Das berechnet sich ja aus der Determinante der Matrix A minus Lambda mal in unserem Fall die zweidimensionale Einheitsmatrix. Das würde hier die Determinante ergeben, minus Lambda 1,
1 und minus Lambda. Die Multiplikation der Hauptdiagonalelemente liefert hier Lambda Quadrat minus die Multiplikation der Nebendiagonalelemente liefert hier 1 und die Eigenwerte kriegen wir raus, indem wir dieses charakteristische Polynom 0 setzen, also die Nullstellen bestimmen. Sofort kann man ablesen, der erste Eigenwert ist plus 1 oder minus 1, schreibe ich vielleicht zuerst mal hin, und der zweite Eigenwert, der wäre hier gerade plus 1. Im nächsten Schritt wollen wir die Matrix S hoch minus 1 bestimmen. Also wir können hier vielleicht schon einmal hinschreiben, die Matrix D wäre also, auf der Hauptdiagonalen stehen die Eigenwerte, Lambda 1 ist minus 1 und Lambda 2 ist plus 1. Das wäre unsere Matrix D, unsere Diagonalmatrix. Wir bestimmen jetzt die Eigenvektoren zu diesen Eigenwerten, damit wir die Matrix S hoch minus 1 bestimmen können. In der Matrix S hoch minus 1, wissen wir ja, stehen als Spalten gerade die Eigenvektoren zu den zugehörigen Eigenwerten drin. Also berechnen wir zunächst einmal den Eigenvektor, vielleicht zum Eigenwert Lambda 1 gleich minus 1. Dann müssen Sie das homogene lineare Gleichungssystem lösen, das ich hier gleich mal in der erweiterten Koeffizientenmatrix schreibe. Wir setzen also in der Determinante hier sozusagen für den Lambda-Wert jetzt die minus 1 ein, sodass wir hier erhalten auf der linken Seite 1, 1, 1, 1 und auf der rechten Seite 0, 0. Dieses System können wir lösen mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus. Beispielsweise multipliziere ich die erste Gleichung mit minus 1 und addiere das Ergebnis auf die zweite Gleichung auf. Dann erhalten Sie das äquivalente System. In der ersten Zeile 1, 1 und 0 und in der zweiten Zeile stehen nur Nullen. Und Sie sehen, der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix ist genauso groß wie der Rang der Koeffizientenmatrix, nämlich 2. 1 natürlich, und wir haben hier aber allerdings zwei Variablen vorliegen, das heißt, wir haben hier einen Freiheitsgrad. Wir können eine Variable frei wählen, allerdings nicht die Kopfvariable. Ich wähle hier x2 als 1 und daraus folgt, wenn Sie das in die erste Zeile einsetzen, x1 muss minus 1 sein. Dann erhalten wir hier als ersten Eigenvektor v1 wäre minus 1 und plus 1. Dann berechnen wir den Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 2 gleich plus 1. Dort betrachten wir jetzt das lineare homogene Gleichungssystem. Auf der rechten Seite steht auf jeden Fall eine 0 jeweils. Und wir müssen jetzt in die Determinante hier sozusagen für Lambda gleich die Zahl 1 einsetzen, sodass wir in der ersten Zeile minus 1, 1 stehen haben und in der zweiten Zeile 1 und minus 1. Hier brauche ich nur die erste Zeile auf die zweite Zeile aufaddieren. Dann erhalten wir das äquivalente System minus 1, 1, 0 in der ersten Zeile und 0, 0, 0 in der zweiten Zeile. Ich wähle jetzt hier für x2 wieder die Zahl 1 und daraus folgt dann x1, wenn Sie das in die ersten Zeile einsetzen, ist ebenfalls 1. Damit haben wir jetzt den zweiten Eigenvektor gefunden, der hat dann die Einträge 1 und 1. Sie sehen also, die geometrische Vielfachheit und algebraische Vielfachheit stimmt hier bei allen Eigenwerten überein und ist gleich 1. Und wir können jetzt die invertierbare Matrix S hoch minus 1 damit hinschreiben. S hoch minus 1 hätte ja als Spaltenvektoren gerade die Eigenvektoren, also V1 und V2. Das wäre konkret in unserem Fall minus 1, 1 und 1 und 1. Und was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen jetzt das Matrizenprodukt letztendlich bestimmen. S hoch minus 1 mal E hoch D mal S. Aber dazu benötigen wir eigentlich noch die Matrix S. Um die zu bestimmen, benutze ich jetzt den Gauss-Jordan-Algorithmus.
Das heißt, wir betrachten wieder die erweiterte Koeffizientenmatrix, wobei auf der linken Seite S hoch minus 1 steht und auf der rechten Seite die zweidimensionale Einheitsmatrix. Und durch erlaubte zulässige Zeilenoperation überführen wir dieses System jetzt in S, in E2 auf der linken Seite und S auf der rechten Seite. Fangen wir mal an. Mit der linken Seite, wir schreiben also S hoch minus 1 zunächst einmal rein, das wäre bei uns minus 1, 1, 1 und 1 und auf der rechten Seite die zweidimensionale Einheitsmatrix. Ich muss jetzt die linke Seite irgendwie mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus oder Gauss-Jordan-Algorithmus auf die zweidimensionale Einheitsmatrix bringen. Das mache ich jetzt, indem ich zunächst einmal die zweite Zeile oder besser gesagt die erste Zeile auf die zweite Zeile aufaddiere, also plus rechne. Dann erhalten wir hier, in der ersten Zeile bleibt alles unverändert. Und die zweite Zeile wird neu gemacht. Minus 1 plus 1 ist 0, 1 plus 1 ist 2 und 1 plus 0 ist 1 und 0 plus 1 ist 1. Im nächsten Schritt multipliziere ich die unterste Zeile, also die zweite Zeile, mit minus 1/2 und addiere das Ergebnis auf die erste Zeile auf. Dann erhalten wir das äquivalente System. Die zweite Zeile bleibt hier in diesem Fall jetzt unverändert, die kann ich schon mal abschreiben. Und wir erhalten dann 0 mal minus 1/2 ist 0 plus minus 1 gibt minus 1. 2 mal minus 1/2 ist minus 1 plus 1 ist 0. Und auf der rechten Seite 1 mal minus 1/2 ist minus 1/2, plus 1 gibt plus 1/2. Und 1 mal minus 1/2 ist minus 1/2, plus 0 ist minus 1/2. Im letzten Schritt multipliziere ich jetzt die erste Zeile mit minus 1 und die zweite Zeile mit 1/2. Dann erhalten wir das äquivalente System. Auf der linken Seite hätten Sie dann die zweidimensionale Einheitsmatrix stehen, wie Sie sehen. Und auf der rechten Seite, ja, in der ersten Zeile minus 1/2 und plus 1/2 und in der zweiten Zeile 1/2 und 1/2 jeweils. Dann sehen Sie, wir haben jetzt hier auf der rechten Seite gerade unsere Matrix S stehen, also mit, schreibe ich hier nochmal separat raus. S ist die Matrix mit minus 1/2, 1/2 in der ersten Zeile, 1/2 und 1/2 in der zweiten Zeile. Und was müssen wir jetzt eigentlich berechnen? Zu berechnen ist hier, wie Sie sehen, das rahme ich ja vielleicht nochmal ein, was wir überhaupt ausrechnen wollen, nämlich dieses Matrizenprodukt S hoch minus 1 mal E hoch D mal S. Also, S hoch minus 1 mal E hoch D mal S. Für S hoch minus 1 haben wir unsere Matrix minus 1, 1 in der ersten Zeile und 1, 1 in der zweiten Zeile. E hoch D wäre jetzt die Matrix, auf deren Hauptdiagonalen gerade E hoch die Eigenwerte stehen, also E hoch minus 1, das ist der erste Eigenwert, und auf der zweite Element ist E hoch 1, da lasse ich einfach E stehen. Mal S, und die Matrix S haben wir gerade hier ausgerechnet. Sie sehen, wir könnten hier 1/2 ausklammern und dieses 1/2 schreibe ich mal vor diesen Matrizen, sodass hier nur noch steht minus 1, 1, 1 und 1. Und ich multipliziere zunächst einmal die beiden letzten Matrizen aus. Also das ist 1/2 mal die Matrix minus 1, 1, 1 und 1 mal die Matrix. E hoch minus 1 mal minus 1 ist minus E hoch minus 1. Plus 0 mal 1 können wir wegfallen lassen. Dann die erste Zeile mal der zweiten Spalte gibt E hoch minus 1. Dann die zweite Zeile mal der ersten Spalte gibt E und die zweite Zeile mal der zweiten Spalte gibt ebenfalls E. Gibt 1/2 mal, jetzt multiplizieren wir die verbleibenden Matrizen aus, minus 1 mal E hoch minus 1, das ist erstmal plus E hoch minus 1, plus 1 mal E, also plus E. Dann erste Zeile mal zweite Spalte gibt minus E hoch minus 1 plus E. Dann zweite Zeile mal erste Spalte gibt minus E hoch minus 1 plus E. Und schließlich noch die zweite Zeile mal die zweite Spalte, das gibt E hoch minus 1 plus E.
multiplizieren wir jetzt letztendlich noch die 1/2 in diese Matrix rein und vertauschen hier einmal die Summationsreihenfolge der Matrixelemente. Dann erhalten wir hier e hoch 1 plus e hoch minus 1 halbe und e hoch 1 minus e hoch minus 1 halbe. Und in der zweiten Zeile e hoch 1 minus e hoch minus 1 halbe. Und als letztes Element e hoch 1 plus e hoch minus 1 halbe. Und wenn Sie sich noch erinnern, Cosinus Hyperbolicus von x war ja definiert als e hoch x plus e hoch minus x halbe. Und Sinus Hyperbolicus x war definiert als e hoch x minus e hoch minus x halbe. So dass wir hierfür letztendlich jetzt schreiben können, das ist Cosinus Hyperbolicus von 1 in der ersten Zeile und Sinus Hyperbolicus von 1 und in der zweiten Zeile Sinus Hyperbolicus von 1 und Cosinus Hyperbolicus von 1. Und wir sehen, das ist offensichtlich dasselbe Ergebnis, das wir herausbekommen haben für die linke Seite. Das unterstreiche ich hier vielleicht noch einmal. Und das war ja gerade e hoch a. Also haben wir hier jetzt verifiziert anhand dieses Beispiels, dass dieser Satz offensichtlich richtig ist. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen.